Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Kenner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Benjamin an. Dieser hat über Efflicon geschrieben, welches er mit 4 Sternen bewertet hat. Und wie seine Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Efflicon, die bequeme Lösung für den Vertrieb von digitalen Produkten. Efflicon wurde 2011 von Christoph Lindner gegründet. Dieser ist Experte in Sachen Online-Marketing und ist gefragter Vortragsredner. Mit seinen Internetunternehmen verdient er seinen Lebensunterhalt. Mit Efflicon hat er einen Marktplatz für digitale Produkte erschaffen, der interessant ist für alle Leute, die selbst in das Internetgeschäft mit einem eigenen Infoprodukt oder ähnlichem einsteigen möchten. Efflicon nutzen als Vendor. Wenn man sein Produkt auf Efflicon anbietet, ist man ein Vendor, also Anbieter bzw. Verkäufer. Efflicon ist conversionstark. Das bedeutet, dass Interessenten aufgenommen werden, egal von wo sie kommen, ob über eine Suchmaschine, PPC-Marketing oder den Newsletter. Der Bestellprozess ist einfach und übersichtlich für den Kunden. Als Vendor hat man die Möglichkeit, diesen Bereich frei zu gestalten, sowie die Verkaufs-E-Mails. Man kann eigene Texte erstellen, die Schriftart auswählen, die Farbe bestimmen, das Corporate-Design übernehmen und vieles mehr. Außerdem kann man Testimonials in den Bestellprozess einbinden, um letzte Skepsis oder Zweifel des Interessenten zu beseitigen. Testimonials sind Kundenstimmen, die schon einmal das Produkt gekauft haben und ihre Zufriedenheit kundtun. Sobald ein Produkt über Efflicon gekauft wurde, geht automatisch eine Rechnung an den Kunden raus im PDF-Format. Das heißt, große Teile der Buchhaltung, inklusive Umsatzsteuer, werden von Efflicon übernommen, sodass man selbst geringen Verwaltungsaufwand betreiben muss. Falls man Seminarplätze oder kostenpflichtige Veranstaltungen vertreiben möchte, so bietet Efflicon die automatische Ticketgenerierung. Jeder Käufer erhält dadurch ein eigenes erstelltes Ticket zum Ausdruck, nachdem der Zahlungseingang erfolgt ist. Zur Überprüfung dient ein QR-Code, der auf dem Ticket angebracht wird. Der Efflicon-Marktplatz bietet jedem Verkäufer die Chance, mit Affiliates in Kontakt zu treten und somit seine Umsätze und Verkäufe noch steigern zu können. Affiliates vertreiben gegen Provision das eigene Produkt, sodass der Kundenstamm erweitert wird und das Produkt an Popularität gewinnt. Die Vertriebslösung wird stetig aktualisiert und den Umständen angepasst. Man braucht sich also auch nicht darum kümmern, wenn zum Beispiel neue Gesetze in Kraft treten hinsichtlich der Umsatzsteuer, da dies Efflicon tut. Als Verkäufer hat man in seinem eigenen Account die Einnahmen im Überblick und zwar klar strukturiert in Form von Diagrammen. Man kann jeden einzelnen Verkauf zurückverfolgen, dadurch lernt man den Kunden und sein Surfverhalten besser kennen und kann dies positiv für sich nutzen. Man kommt jedoch nicht herum, eine eigene Webseite zu haben bzw. einen Server, wo das Produkt hinterlegt ist. Efflicon braucht eine URL mit dem Download-Link, damit sie diesen Link verschicken können an die Kunden. Efflicon als Affiliate. Der Service von Efflicon für das Zusammenbringen von Produktanbietern und Affiliates ist kostenfrei. Man stöbert durch den Efflicon-Marktplatz und sucht nach geeigneten Produkten. Wenn man eins gefunden hat, welches man selbst vertreiben möchte, so erhält man einen individuellen Affiliate-Link und ID von Efflicon. Diesen Link kann man nun auf einer bestehenden Webseite einbinden oder auf seinem Blog oder für Facebook-Marketing nutzen. Wie man vermarktet, ist einem selbst überlassen. Im Account erhält man wieder die Übersicht über jeden erfolgreich getätigten Verkauf und kann auch hier diese zurückverfolgen. Außerdem bietet Efflicon das sogenannte One-Click-Upsell-Future, bei dem ein Kunde mit nur einem Klick seinen Warenkorb um ein weiteres Produkt vergrößern kann. Das heißt, wenn ein Kunde inmitten eines Bestellprozesses ist, so werden ihm andere Produkte angeboten bzw. vorgeschlagen, die man auch vertreibt. Mit einem Klick können diese hinzugefügt werden. Dieses erleichtert es für den Kunden und führt eventuell zu Verkäufen für den Affiliate, zu denen es sonst nicht gekommen wäre. Die Produktkategorien. Welche Produkte kann man auf Efflicon anbieten? Man kann Membership-Zugänge verkaufen, Webinare und Telefoncoachings, Webdesigns, SEO und Online-Marketing, Downloads, Seminare und auch physische Produkte wie zum Beispiel eine DVD. Unter den Kategorien findet man E-Business und Online-Marketing, Gesundheit, Fitness und Ernährung, Heim, Familie, Dating und Beziehung, Kunst und Unterhaltung, Selbsthilfe und Bildung, Software und Services, Sprache und Kulinarisches sowie Unternehmen und Investitionen. Gebühren und Bezahlanbieter. Die Anmeldung und die Führung eines Accounts bei Efflicon ist mit keinen Kosten verbunden. Efflicon verdient nur bei den erfolgreichen Kaufabwicklungen mit. Sie bekommen 7% des Produktpreises plus 1 Euro. Wer also etwas für 30 Euro anbietet, muss 3,10 Euro an Efflicon abtreten. Als Bezahlanbieter stehen zurzeit diese zur Verfügung. PayPal, Lastschrift von europäischen Konten, Sofortüberweisung, Visa und Mastercard. Mit Efflicon kann man auch Ratenzahlungsmodelle einrichten, sodass ein Kunde wählen kann zwischen sofort alles bezahlen oder eben mehrere Raten nach und nach abzubezahlen. Es ist auch möglich, zum Beispiel eine Mitgliedschaft als Abonnement anzubieten, bei der Efflicon dann monatlich automatisch abbucht. Die Auszahlung kann wöchentlich, alle 2 Wochen oder monatlich erfolgen. Dies kann man in seinen Account festlegen. Die Auszahlung ist ab 100 Euro möglich. Erfahrungen mit Efflicon. Angefangen habe ich bei Efflicon als Affiliate.
Ich habe mir dort immer so circa 2 bis 3 vielversprechende Produkte herausgesucht und diese über meine Webseite angeboten und verkauft. Die Einrichtung des Accounts war kinderleicht. Der Marktplatz von FDCon ist sehr groß und umfangreich. Er ändert sich täglich und man findet dort sicherlich etwas, was zu einem passt. Ich habe immer Produkte gewählt, die thematisch zusammenpassen, damit man ein Konzept verfolgen konnte. Meistens bewegte ich mich immer in den Nischen, die mich persönlich auch ansprechen, damit ich selbst leidenschaftlicher verkaufe. Wie erfolgreich man mit FDCon ist, hängt ganz von einem selbst ab. Es fängt an bei der Auswahl des Produktes. Natürlich gab es auch mal ein digitales Infoprodukt, was sich schlecht verkaufen ließ, weil einfach die Qualität nicht stimmte und es die Kunden nicht angesprochen hat. Das habe ich dann einfach schnell herausgenommen und mit einem besseren ersetzt. Seit kurzer Zeit biete ich allerdings auch mein eigenes Produkt an und kann auch bisher nur Positives berichten. FDCon nimmt einen hier viele unangenehme Arbeiten ab, besonders im Bereich der Buchhaltung. Man muss keine Zahlungseingänge selbst kontrollieren. Alles geschieht automatisch und man braucht selbst keinen Finger zu bewegen. Dies ist für alle interessant, die ihren Verkauf von Produkten komplett automatisieren möchten. Da muss man auf jeden Fall über einen Anbieter wie FDCon, Digistore24 und wie sie alle heißen, nachdenken. Die Einstellungen, die man treffen muss als Verkäufer, sind schnell erledigt. Alles wird so erklärt, dass man weiß, was man zu tun hat. Die Bestellformulare sind fix eingerichtet und die Verlinkungen sind schnell herstellbar. Mein Fazit: Ich kann FDCon auf jeden Fall empfehlen. Ich habe meine Auszahlung bisher immer pünktlich erhalten und habe keine Beschwerden seitens der Kunden bisher vernehmen können. Wer also etwas automatisch verkaufen möchte oder sein Affiliate-Programm erweitern möchte, durch das Aufnehmen neuer Produkte, der ist bei FDCon an der richtigen Adresse. Es soll aber nochmal erwähnt sein, dass man nicht drum herum kommt, eine eigene Webseite zu betreiben. FDCon ist keine Komplettlösung, sondern nur eine Vereinfachung der Bestell- und Kaufabwicklung. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so unterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.